Und damit herzlich willkommen zur dritten Mission der Sarazen-Kampagne, die so tut, als wäre es eine Berber-Kampagne. Zusammen mit Koga im Koop. Und Utwin. Und Utwin. Teile und Herrscher heißt die Mission. Es gibt wieder Sarazen. Zieht sich durch. Ich meine, das war eine der Hauptkritikpunkte, wie ich weiß, dass die Leute bei den Koop-Kampagnen gesagt haben, man spielt immer nur die gleiche Fraktion. Aber ich finde, das passt dann halt dementsprechend auch natürlich zu der Völkerkampagne. Irgendwie fühlt sich das so fremd an, wenn man immer ein anderes Volk spielt, als das, was eigentlich für die Kampagne gedacht ist. Aber hey. Gibt's weiter Mameluken-Action. Mameluken. Ja. Wenn es nächstes Mal wieder Sarazen gibt, dann tausche ich mal mit Kurga. Dann ist er Okay. Sarazen und ich Berber. Aber zwischendurch haben wir ja bei der letzten Mission schon getauscht, deswegen ist es noch ganz okay, finde ich. Alles klar, dann können wir loslegen. AD, Year 91 of the Hagira. The meeting between Tarik and Musa was strange to witness. The respect between the two is considerable, but there is an air of competition, of rivalry. The Caliph has ordered that Tarik and Musa return to Damascus, but they refuse to be robbed of their glory. Dividing the army, Tarik strikes north, while Musa targets the city of Saragossa. Recognizing our might, a local Visigoth lord, Theodomir of Mercia, has pledged us his support. Home to a strong army and a thriving economy, Mercia will be a potent ally. However, we have a new and dangerous enemy. Pelayo of Asturias, a Visigoth nobleman, has rallied what was a fractured resistance into a formidable adversary. In his dominion in Asturias, a large army gathers. Preparing to attack. If we can weather the storm that is sure to come, with the blessing of Allah, we may even be able to conquer as far as Septimania. Ja, optimistisch. Wird bestimmt easy peasy. Ja, total. Oh, gleich mal anfangen an der Battle. Our armies are poised to launch an offensive across the Ebro Valley and into Septimania. The cities of Zaragoza and Narbonne stand in our way. Let them feel the wrath of our armies. Okay, interessant, dass... Ja, hast du auch so viele Ressourcen? Junge, ich habe eine riesige Flotte. Richtig wild. Ui. Ja, Ressourcen habe ich auch ganz also gut. Die Mission wirkt zum Start. Für den Staat zumindest irgendwie ein bisschen freundlicher zu uns. Theodomir of Mercia has pledged us his allegiance and promises to periodically provide us with tribute and soldiers. Okay, alles klar. Geil. Also habe ich im Süden erstmal nichts zu befürchten, das ist gut. Kann ich mich in den Norden rein konzentrieren. Saragossa. Bei dir ist Asturien im Weg, okay. Weg, ich werde die doch vorne und sagen. Sehr gut. Was mache ich jetzt mit den Schiffen? Ist die große. Oh, okay, hier ist ein Hafen, den kann ich angreifen. Perfekt. Noch sieht der recht schwach aus, der Hafen hier. Eule, ich will noch keinen Stress mit euch. Chillt. I always want problems. I don't want peace. I want problems always. Kennst du es mir? Ich. Irgendwie sagt es mir gerade was. Jetzt haben die den Bohr kaputt gemacht. Tim würde das Meme kennen. Kennt alles. Der kennt sowieso. Der kennt jedes Meme, da das Internet durchgespielt. Genau, das ist er durchgespielt, haben wir schon gesagt. Razzia war ursprünglich eine Bezeichnung für die Raubzüge der nordafrikanischen Korsaren in Südeuropa. Bei diesen Überfällen erbeuteten die Seeräuber neben Gütern und Vieh vor allem christliche Sklaven, die auf den Sklavenmärkten der Barbarenstaaten verkauft wurden. Alles klar. Wieder was gelernt. Pädagogischer Auftrag erfüllt. Jetzt habe ich die Wirtschaft von dem Dude schon mal platt gemacht. Und wir können übrigens Ritterzeit gehen.
Imperialzeit, meine ich. Nice. Wollte ich Tipps ja dann erstmal durchlesen, aber. Braucht noch ein bisschen, bis ich soweit bin. Avenay. Azul. Ey. Der Typ, ey. Avenay. Du bist los. Avenay. Ich schick mal einen Testmarktkarren zu dir. Alles klar. Du hast keinen Markt. Okay, dann lasse ich das. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ich muss gleich mal schauen, dass ich da irgendwo was aufbaue. Ja, ich glaube, ich weiß schon wo. Wo ist denn der Kackbohr jetzt hin? Da muss ein anderen, habe ich auch kaputt gemacht. Wollte ich gerade übernehmen. Egal. Egal. Das war seine Show hier. Jo. So, guck mal an da. Ach, da ist der Bohr hin. Meine Güte. Boy. Den hole ich mir jetzt. Aber wie ich mir den hole. Die Drecksau. Du wurde noch nie in seinem Leben dermaßen gelurrt, ey. Gelurrt, das klingt immer so nach schwarzer Lur an. Wir wissen alle, was der schwarze Lur an ist. Entschuldigung, gerade zu sehr mit Lohn beschäftigt, bevor ich wieder die Sau abschieße. Ist okay, mach du in Ruhe. So. Ohne Burg baust du, das ist eine verdammt gute Idee. Gut, wenn... ne, der Typ geht mir zu sehr auf die Eier da. Ich baue jetzt hier auch mal eine Burg, Mann. Ach, da unten richtig. Hast du. Ach, das stimmt, das ist der Typ, der uns unterstützt. Ja, blauer hier, der dunkelblaue, der hilft uns, ja. Vor allem Saragossa handelt mit dem, der hat eine Handelskogge. Der Grüne, der handelt mit unserem Verbündeten, obwohl es Gegner sind. Das geht? Oh, ich glaube, das geht, ja. Ach du Scheiße. Das ist ja krass. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Das ist ja mega cool. Hab ich eigentlich nicht. Ich glaube nicht, okay. We offer what we can to aid you in your battles. Wow, danke für die Elite-Kämpfe. Das spawnt jetzt halt einfach Einheiten, ist ja witzig. Einfach so. Ja. 5 hohe Skala, danke, Alter. Diese riesige Streitmacht. Ja, ich hab 5 Elite-Kämpfe bekommen. Meine Güte, ich kann mich ja gar nicht mehr festhalten, so heftig viele Einheiten wie das sind. Hat sich ja echt gelohnt, die Goten nicht vollständig auszurotten. Das ist so undankbaren Kommentare. Shit. Here? We will drive your Moorish scum from our beloved homeland. Prepare for battle. For battle. So, wer will jetzt gleich mal gucken, was die Ziele überhaupt sagen? Jetzt, wo ich mal ein bisschen shit sein kann mit meinen Truppen, hoffe ich mal. So, was sagen denn die Ziele? Und Hinweise. Die Umayyaden Berber-Heere können zur Imperialzeit voranschreiten und haben ein Bevölkerungslimit von 200. Uiuiuiui.
Basen sind voneinander getrennt und können nicht verbunden werden, bis die zwei südlichsten asturischen Festungen zerstört sind. So viel zu deinem Testmarkt kam. Sie können das Königreich Asturien ignorieren, wenn sie wollen, doch seine Herrschaft über strategische Standorte, seine ständigen Überfälle auf ihre Flanke machen es wahrscheinlich nötig, sie zu besiegen. In der asturischen Festung befinden sich zudem eine wertvolle heilige Reliquie. Wenn sie diese Reliquie erobern, können sie ihre Goldeinnahmen erheblich erhöhen. Ja, erheblich ist so eine Sache. Heute mir von Merica, lese ich immer wieder. Merica, fuck yeah, ist nicht nur ein potenzieller Landespartner, America. Sondern... Fuck yeah. Dieser scheiß Vogel, Alter. So hat auch geschworen, hierher hin und wieder mit Tributen und militärischer Hilfe zu unterstützen, Asgard. Mittelmeer gibt es üppige Fischvorkommen. Ein Handelsweg zu den Belearen wäre recht lukrativ. Vorausgesetzt, sie können ihn vor feindlichen Schiffen schützen. Okay. Gelb und Orange, ja, das sind wir. Zangenangriff in der Nordosten vor. Da befindet sich von Westen. Tiefen Süden liegt das westgotische Reich Merica. America! Fuck yeah! Stadt Saragossa in Grün bewacht die östliche Querung des Flusses. Saragossa wird eine Armee aus Rittern, Pikinieren und Plänklern einsetzen. Kleine Flotte schützt die Stadt vor Angriffen über den Ebro. Ey, Bro! Kommst du vom Fluss? Stadt Narbonne, Türkis. Da, Nordosten, Stadt macht Infanterieeinheiten, leichte Kavallerie unterstützt. Okay, und ein bisschen Flotte im Mittelmeer. Okay, die würde ich dabei stören, Fischerei und Handel zu betreiben. Ja, das sind sie auch schon gut dabei, muss ich sagen. Königreich Asturien, die Roten, das sind bei mir. Abstand die größte Bedrohung, ja. Gegen die fight ich gerade schon. Mehrere Festungen in strategischen Orten. Historische Armee, die aus Infanterieeinheiten, Kavallerie und starken Belagerungsmaschinen besteht. Also Onaga wahrscheinlich wieder. Die einheimischen Grau sind auf den Balearen im Osten der Karte. Das sind bereitwillige Handelspartner und gestatten ihnen möglicherweise die Nutzung ihrer Minen. Also wir überfallen sie einfach. Richtig. Richtig. Und die Burg so gehört sich das. Richtig. Kultureller Austausch. Austausch in Anführungszeichen. Ja, Austausch, genau. Wie Genghis Khan es schon gemacht hat. Ja, genau. Mit Gewalt. Jetzt habe ich diesen dummen Vogel im Kopf, wie er mit seinen animierten Knarren da durchs Feld rennt, ey. America! Fuck yeah! Was singen denn noch? Ich kenne den Text nicht weiter, aber ihr wisst alle, was ich meine. Ich kenne auch nur dieses America! Fuck yeah! Fuck yeah! Mann, guck mal, jetzt krieg ich das nicht mehr aus dem Kopf. Ey, es tut mir leid, Unfin hat damit jetzt angefangen und ich find's so gut. Kann ich zumindest mal einen neuen Hafen gleich bauen. Zerstörung der Burg von Saragossa. Oh mein Hooking, okay. Alles Tribocke? Klar, die haben Tribocke. Shit. Aber ansonsten ist ja alles richtig noch. Ich wollte gerade sagen, Mensch, die müssen so richtig entspannt im Vergleich zur letzten. So komplett sich die Tribocke. Soll ich dir Steine schicken zum Reparieren oder hast du was? Ich habe was, aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt rechtzeitig komme zum Reparieren. Vor allem, weil ich da wirklich richtig hart gegenreppen muss bei der Menge an Tribocken. Reppen? Hast du mal die Menge an Tribocken gesehen? wirklich brutal. Hey, mach wieder auf, ich möchte durch. Das ist natürlich uncool. Das wollte ich aber echt wissen, ey. Meine Güte. Könnt ihr mal bitte das Ding bauen? Ja, soviel zu meiner tollen Burg. Hä? Im Idealfall. Entschuldigung. Ach du Heiß, das ist aber... Jetzt geht's ja aber los. Ich kann ja nicht mal helfen. Ich kann ja gar keine Truppen schicken oder so. Ja, wir sind leider ein bisschen weit voneinander weg. Schön. Ach komm, die Burg, ja danke. Die muss dann noch fertig werden. Warte mal, ich schick dir mal ein paar Reiter. Irgendwie muss ich dir doch da helfen können. Ja, aktuell. Ja, okay, die Tribocke schießt nach. Alter, ja, genau.
Warte mal, ich versuche mal die beiden Tribok anzukriegen, die hinter dieser Gebirgskette da stehen. Wenn du die bekommen kannst, wäre es mega praktisch. Da müsste ich rankommen können. Weil die sind tatsächlich ultra belastend. Das wäre ja gelacht, wenn wir das hier hinkriegen würden. Das gibt's nicht, jetzt hat er den echt bekehren können. So ein ich krieg von den angegriffen, die Tribocke. Nice. Meine Ritter sind da unterwegs. So, der ist down. Das muss ich echt mal. Zweiter ist down. Den hier machen. Nein, er hat einen Chivalry bekehrt, das gibt's doch gar nicht. Ja, die Mönche sind auch echt nervig. Lasst euch doch nicht auf das dort ein, ey. So. Okay, die paar Einheiten, die ich jetzt so bei dir hab, die. Ich quartiere die mal in die unterste Burg ein. Damit die dort heilen können. Ja, ein Marktplatz ist aber wirklich absoluter Schwachsinn dort. Also den zu nutzen, meine ich. Ja, jetzt mittlerweile, wo ich die Burg da gebaut habe, ist natürlich ja, doof geworden. Ja, stimmt. Ja, der Kicker im Weg macht es auch nicht besser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich geh jetzt hier wieder übel auf Paladin-Spam, so wie ich das schon mit den Dings gemacht habe, mit den... Wie wir das meine Vorfahren gemacht haben. Ja, ja, genau. Ja, du weißt doch, welche Kampagne wir da gespielt haben, ich komm grad nicht drauf. Ich weiß auch welche, aber ich komme auch nicht drauf, welches Folge es jetzt genau ist. Die Gedanken verschwimmen halt einfach. Ich kann zwar keine Paladine machen, aber immerhin. Den Hunden, ja genau, es war mit den Hunden, ne? Hunden, ja. Jetzt fange ich immer sowas wieder an, wie eine Flotte aufzubauen. Okay, Nahrung. Ich werde immer stattlicher. Genau. 250 Nahrung für die drei Felder Wirtschaft. Azul. Anna. Lusa. Machen wir mal ein paar Tribocke jetzt hier für einen Angriff schon mal vorbereiten. Du hast übrigens noch deine Schwertkämpfer, die kannst du eigentlich zu dir holen. Also die gehen zwar da bei der Burg durch, aber die werden dann nicht getötet. Also meine Huskale sind da auch entspannt durchgekommen. Okay. Jetzt habe ich irgendwie kein Geld mehr. Du bist gar nicht angegriffen, oder? Also ab und zu mal von dem Grünen, aber ich habe hier eine Burg und einiges an Truppen, also es ist momentan ertragbar. Ist wenig gerade los. Ich überlege jetzt nur gerade, wie ich jetzt irgendwie an Geld komme. Vorne könnte ich was machen. Muss ich sogar. Ich muss jetzt angreifen, und wenn ich hier weiter an Gold kommen will. So, machen wir jetzt mal auf und dann wird das. Lass die mich hier völlig in Ruhe, Mann. Das ist der Angriff war wirklich belastend. Das ist wirklich in Kombination mit den Bocken, diese ganze Flut, das war gefährlich. Hmm.
Was ist denn die Burg von Zaragoza, ist die Frage. Ich sag mal Zaragoza, weil ich das immer mit Z kenne und nicht mit S. Zaragoza ist auch nicht falsch, glaube ich. Tolle Stadt habt ihr da. Wäre schade, wenn der was passieren würde. Ja. Da ist die Burg. Okay. Die 5 pro Skala. Die haben gut was an Flotte, sehe ich gerade. Was nützt der? Nützt der natürlich nicht so viel. Ne, mir jetzt nicht, aber ich bin sowieso jetzt gut am Vorstoßen. Ne, denen meine ich. Denen ist es ja nicht, dass sie so viel an Flotte haben. Die sind ja sowieso nicht dabei. Okay. Das erste Ziel haben wir erledigt. Nice. Lusa. Anna City. The Walmart. Ja, da war es schon raus. Also wirklich, jetzt okay, ab. Klar hatte ich mal so einen kleinen heftigen Angriff zwischendurch, aber im Vergleich zur letzten Mission ist ja, auch wieder der gar übelste nichts. Witz. Absolut gar nichts. Also wirklich, das Balancing ist halt teilweise, I don't know. Ich meine, ich will mich jetzt nicht beschweren, ne? Also das ist jetzt meckern, wäre jetzt meckern auf hohem Niveau, aber trotzdem. Ist schon sus. Muss man mal sagen. Jetzt müssen wir nur noch Naborne. Platt machen. Das sind die, die wahrscheinlich irgendwo ganz hier oben sind. Nehme ich mal an. Cool, ich mach dann noch den roten dazwischen uns kaputt. Hm. Mach das mal. Brauchst du Nahrung oder sowas? Bisschen Nahrung, aber das selbst damit fange ich mich so langsam wieder. Perfekt, danke. Mal hier eine kleine Nahrungsspritze. Goal. Was hat man sonst noch so angeboten? Da könnte man noch Felder machen. Ansonsten passt es soweit. Okay, der hellblaue, der jetzt kommt er aber aus seinen Löchern langsam. Also der ist jetzt. Du willst jetzt doch wissen. Mit vielen Horskan und Zweihandschwertkämpfern ist gut, da kann ich was machen gegen, aber.
Ich ginge noch auf. Die Mönche von denen sind ja ultra effektiv. Ja, das ist Wahnsinn, das habe ich auch gemerkt, wirklich. Mein Mameluk hat wirklich auch nur 3 Sekunden oder so gehalten. Dann war da aus die Maus. Hier, das ist so ein Sturm, wie ich ihn letztens gebraucht hätte. Zack. Und weg ist er. Ich hol mal meine Einheiten da aus deiner Burg raus. Mhm. Was war. Achso, ja. Okay. Und die untere Base da? Ja, die mache ich jetzt gleich platt. Die kommt gleich als nächstes, dann haben wir eine Verbindung. Okay, sehr gut. Du bist los. Guck gleich noch hier die Torhäuser also wegmacht, dass man da durch das Ding durchlaufen kann. Geht mir zu Wasser, geht er mir jetzt aber schon ganz schön auf den Nerv. Also jetzt nicht gefährlich, aber immer so Pieks, Pieks. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und deshalb sollte ich vielleicht auch mal Chemie entwickeln, ich Idiot. Oh, ach, irgendwie Geschosse. Hab ich eigentlich irgendwas? Müsste ich sagen, was Kondo machen kann, aber ich guck mal zur Sicherheit. Also ich bin mit meinen Tribocken sehr zufrieden. Muss ich sagen. Jo, bei mir läuft's auch wunderbar. Nee, Edward, ich meinte hier glühende Geschosse. Damit die Schiffe halt mehr Schaden machen. Und Alchemie. Was habe ich gesagt? Habe ich Ballistik gesagt? Ich habe nicht zugehört, tut mir leid. Ey, yo, mit seinem Boden da ist schon nervig. Also, er ist ziemlich seeflott. Ich hoffe nicht, dass der auf einer Insel ist, Naborne. Na, weil da müssten wir halt selber erst anfangen, Flotte zu machen. Da stand, glaube ich, bei den Hinweisen dabei. Naborne liegt im Nordosten, der Karte an der Mittelmeerküste. Hört sich jetzt für mich nicht an, als wären die im Wasser. Auf einer Insel quasi, sondern die liegen an der Küste an, also wahrscheinlich. Maximal auf einer Landzunge. Wahrscheinlich oder ja, so. Da oben irgendwo, wahrscheinlich. Ja. Oh, das ist ja Ruhe mit dem Außenposten. Belastend, Alter. Azul. So, ich fange jetzt trotzdem an mit einer Flotte, das ist mir jetzt hier zu riskant. Und ich brauche Gold, dringend mehr Gold. Okay. Sieht gut aus. Gut, wenn so wie du. Oh, danke schön. So, da ist ein Türmchen, das schießt, alles klar. Jetzt wird er gerade jetzt revokiert. Investier besser in Bitcoins, hä? Das war jetzt random. Das war random, ja. Ich geh mal mit so einem Gineten mal hier oben im Norden mal erkunden. Mal gucken, was dazu gibt. Hast du übrigens noch deine 10 Schwertkämpfer hier bei mir? Ja, die habe ich einfach mal noch da gelassen, für den Fall, dass da wieder so ein Skalansturm kommt. Ist aber lieb. Und hier hast du übrigens auch nochmal 5 Schwertkämpfer. Ach, da kommen nochmal neue. Nur falls du dich fragst wegen deinem Popcap.
Na gut, bei 200 fällt es noch nicht so sehr auf. Wir haben halt wirklich jetzt zum Erbrechen Truppen überbauen können. Ah ja, guck mal, der ist hier oben, ist der Eingang. Also auch alles fußläufig erreichbar, wie es aussieht. Viele Türme, aber keine Burg, aber das ist ja okay. Kades, willkommen zurück. Was ist los? Ach, das ist eine Burg. Ich hab nur bemerkt, dass da eine Burg ist, aber ja. Eigentlich kann ich die auch ignorieren, aber ach komm, jetzt bin ich schon mal hier. Bevor die mir den Rücken fallen, später wieder. Das Gefühl kenne ich. Vzdov Azul. Wunderbar, geht's voran. Boom ist gleich futsch. Kann sein, dass die Präzision von Tribocken gegen die Gebäude verringert haben. Normalerweise sind die 100% getroffen. Mittlerweile verfehlen die bei mir ziemlich häufig. Schwer zu sagen. Vielleicht weiß da jemand im Chat was dazu. Jetzt habe ich hier eine riesige Flotte. Ich gehe damit jetzt hoch und guck, was ich da zerlegen kann. Also gut, was heißt riesige Flotte, aber ist schon ziemlich bombastisch jetzt. Ich habe keine Bombard, keine Kondition. Keine Bombarden. Oh. Azul, ihr? Das ist was Zugschiss, das kann dann alles, ja. Wenn ich da keine Burgen hätte, so ein einzelner Husar, der sich reinschleicht und einfach alles rasiert, das ist jedes Mal belastend. Ah, da. Aber Schiffe. Nur eins bis jetzt. Ah, hier ist dieser neutrale Hafen hier oben von den Einheimischen. Interessant. Ah ja, und das war auch von wegen der Goldgräber-Lizenz da. Ja, genau. We offer what we can to aid you in your battles. Ich find's schon nice, wie devot die uns die ganze Zeit Truppen und Geld schicken. Luxach. Hast du eigentlich? Ah ja, stimmt, ja, Tribute geben sie auch immer wieder mal. Das ist natürlich praktisch. Ach ne. Was denn? Ja, da schleichen sich die Einheiten zu mir durch. Jetzt gibt's hier ein fettes Seebattle, Junge. Wie die abhauen! Die Schweine. Diese kleinen Fischerboote müssen auch dran glauben. Nee, das wäre ein von deinen Schwertkämpfern drin gewesen. In dem Rampok, den ich zerstört habe. Ich habe ein gelbes Silhouette gesehen. Okay. Total weird. Ich hoffe, du kannst einfach einen feindlichen Rambock kapern oder einfach reingehen. Das wäre witzig. Ah, hier ist deren Burg, okay. Die Burg ist ziemlich nah am Wasser gebaut. Die heult ganz gleich wie du, so ne? Nicht. Ja. Wollte gerade sagen. Okay, noch mehr Schiffe brauche ich jetzt, glaube ich, nicht machen. So, meine Offensive läuft jetzt hier. Nice. Ich bin sogar fertig, bevor ich überhaupt dabei bin im Kampf. Ja, bin ich dir schuldig, ehrlich gesagt, dafür, dass du die letzte Folge alleine gecarried hast.
Das wäre ich dir schuldig, allemal. Hoffentlich, wenn ich den jetzt kaputt gemacht habe, vielleicht ist der jetzt auch weg. Ja, aber Ziel ist ja, dass wir die Burg von Narborne zerstören. Ja, das schon. Das heißt, selbst ich glaub, danach ist dann kannst du deine Schwertkämpfer übrigens mit hochschicken? Ja, stimmt. Die kann ich zumindest mit hinschicken, ja. Also zur Unterstützung da. Ende. Und zurück. Aber stimmt, jetzt ist mir auch mal aufgefallen, dass die Tribocke irgendwie so ein großes Tor ist, nicht immer treffen. Ja, das ist, irgendwie ist da die Präzision, weil normalerweise, ja, also genau. Truppen haben die damals auch immer präzise getroffen, aber Gebäude hatten die, glaube ich, immer nur 100% Treffsicherheit, aber das ist hier irgendwie, entweder das ist kampagnenbedingt, dass die das reduziert haben, oder es gab irgendein Patch und ich habe das überlesen. Ich meine, es ist ja sogar realistisch, dass die nicht immer treffen, weil so eine blöde Bleede konntest du ja damals nicht immer justieren. Ja, sagen wir es mal so, so ein Bleeder wurde halt, das ist ähnlich wie beim frühen Schiffskampf mit Kanonen. Der erste Schuss ist ziemlich blind und danach justierst du immer wieder nach und mit jedem Schuss wirst du präziser quasi. Richtig. Aber die Steine waren ja auch nicht immer 100% gleich, das konnte ja auch die Flugbahn nochmal beeinträchtigen. Das stimmt auch, aber tatsächlich die Leute zu der Zeit hatten tatsächlich schon, zumindest die Leute, die die Dinger kreiert haben, haben schon relativ gutes Ingenieurswissen gehabt, also der konnte da schon ziemlich gut eichen und auch die Steine bereitstellen. Aber ja, stimmt, es war niemals perfekt genormt. Ja. Okay. Ja, nice. Ja, letzte Burg, dann haben wir's. Und jetzt? Gewonnen oder wie? Das war ein bisschen enttäuschend im Vergleich zur letzten Mission. Irgendwie gefühlt. Ich bin froh. Na? Haben wir jetzt gewonnen oder kommt noch ein Ziel dazu? Nee. Was, tatsächlich war es das? Okay, da ist noch mal eine rote. Das war wirklich. Im Vergleich zur letzten Mission fühlt man sich da jetzt ein bisschen verarscht. Ja, aber ist okay. Sequenz. Septimania in the Ebro Valley have fallen beneath the heel of our glorious armies. But we have not achieved a complete victory. Tariq and Musa were forced to return to Damascus. And without their leadership, it will be difficult to defeat the Asturians. The future of the conquest looks bleak. I shall continue to chronicle the events ahead, though I fear that our land may fall victim to invasions and internal strife. Like so many other kingdoms before us. Toll, jetzt hast du es gejinxt. Hab ich das? Ich meine den Typen. Ach so. Ja. Gut. Zeitlinie? Das ist die Zeitlinie in der letzten Folge. Wobei, in der letzten Folge war es wahrscheinlich nicht so spannend dann am Ende. Bei mir hatten wir es gesehen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie sie aufgebaut war. Ja. Okay, das war jetzt mal doch eine überraschend entspannte Mission 3. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich von Mission 4 erwarten soll, balancing-technisch. Das kann zwischen Hölle und Himmel wirklich alles sein. Wie so ein Überraschungsei. Ja. Na gut. Die Überquerung der Pyrenäen. Gut, dann würde ich mal sagen, genau dort sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis zur vorletzten Mission der Tari-Kampagne dann. Bis dahin. Bye-bye. Ciao.